Im Prinzip kann ich ihn Zahn ziehen. Den scannt man, druckt ihn in Titan aus und wieder rein. Man könnte jetzt im Grunde alle Kunstwerke, alle Neuschöpfungen digital machen und dann ins Internet stellen, also so wie bei Amazon, bei einer großen Company. Und da kaufe ich mir dann den Druckfile, also irgendeine Statue, und die lasse ich mir dann irgendwie ausdrucken. Also es fängt schon an, dieses Business, ein bisschen mit Kunst. Man kann sich auch schon illegal so ein bisschen Lego runterladen. Also Legos ausdrucken, genau die ich brauche. Das geht, also mit wenig Aufwand, weil das kein komplizierter Stoff ist. Ich habe länger schon vorgeschlagen, man braucht so eine Art Amazon, wo die Druckfiles alle da sind. Dann zahlt man irgendwie 1000 Euro oder 30 Cent für das Ausdrucken. Und dann muss man natürlich so einen ganzen Maschinenpark von 3D-Druckern haben. Also so wie bei Fitzenmeier, die Fitnessgeräte stehen dann ab 100 Drucker rum und dann genau die Farbe oder was man braucht. Und dann bezahlt man das Drucken und den Druckfile, also die Urheberrechte im Internet. Und dann braucht man halt irgendwie so eine ganze Maschinerie, die das aufbaut. Und das entsteht gerade.